Fan. Applaus für einen Flensburg-Fan hier. Weil ist natürlich immer so, wir sehen so ein Spiel auch immer so ein bisschen einseitig und so weiter. Aus grün-roter Sicht, wie haben Sie es gesehen? Magdeburg war stets im Vorteil, hatte eigentlich auch teilweise den Sieg verdient, aber am Ende mussten sie doch klein beigeben. Und in den letzten 30 Sekunden hatten sie die Chance. Wart ihr zufrieden oder unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung? Ach, das gleicht sich alles aus. Da merkt man, das ist jemand, der geht schon seit mehr als 5 Jahren zum Handball. Das gleicht sich immer aus, ist die meiste Antwort, die die Leute geben, die lange dabei sind. Eigentlich kann man nur mal sagen, ihr Flensburg-Fans seid eigentlich ganz schön nett, finde ich. Das war auch beim Final Four total nett. Ihr wart faire Verlierer, wir haben da schön gefeiert. Irgendwann wart ihr weg. Eben Norddeutsch. Ja, das war total völlig entspannt. Kommt gut nach Hause, fahrt bloß vorsichtig. Und viel Glück beim Rausfinden aus der Stadt. Wir haben nur Baustellen hier. Also das kann MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg immer. Du darfst dich nicht so doll aufstützen. Das, naja. In Zusammenarbeit mit dem SC Magdeburg, mit den Fan-Talks nach den Heimspielen des SC Magdeburg. Wir hatten heute den Tabellenführer zu Gast. Wir wussten, es wird kein leichtes Spiel. Es ist genau so eng gewesen, obwohl es losging wie die Rakete. Und heute im Fan-Talk ist Finn Lemke. Und das ist aller Ehren wert, weil. Erstmal dein Applaus. Lauter, 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 lauter. Finn, du hast Rücken. Ja, genau. Habe ich mitgebracht von der Nationalmannschaft. Die ganzen Reisen ist mir doch nicht so gut bekommen. Bin jetzt heute gerade wieder relativ fit geworden und hoffe, dass ich die Auswirkungen, wenn die Schmerztabletten aufhören zu wirken, nicht ganz. Rückenschmerzen ist ja eine Volkskrankheit in Deutschland. Du hast jetzt gesagt, also Sie wissen alle, wie es ist, morgen früh werden die Hälfte von Ihnen auch aufstehen. Oh! Und er hat gerade gesagt, ich bin gerade wieder fit geworden. Wie geht denn das? Was für eine Tablette muss man da nehmen oder welche Tricks habt ihr da drauf? Kannst du uns da was geben, uns einfachen Menschen? Immer doppelte Dosis. Das hilft meistens. Also Schmerztabletten, aber jetzt mal ohne Quatsch, geht das überhaupt bei Dopingkontrolle und so weiter? Muss man auch vorsichtig sein? Ja, ich glaube, dass man da einen bestimmten Rahmen hat, den man erfüllen darf und mit schauen wir mal, ob wir morgen das dann spritzen, um das Ganze dann zu lockern. Schauen wir mal, was da so alles die Medizin hergibt. Wie ist denn das überhaupt zu verstehen gewesen hier mit der Nationalmannschaft? Du musstest hin, Matze Musche auch und die von Flensburg nicht. Ist das nicht ein bisschen doof? Ja, die von Flensburg waren ja da, die von Kiel und Rhein-Neckar waren nicht da. Ach so. Genau, und von daher war Chancengleichheit heute. Herr Gottfriedsson hatte sich ja auch gleich irgendwie was gezerrt. Ja, aber ist so, wenn die nicht zur Nationalmannschaft wollen, dann wollen sie nicht. Ich freue mich einfach für Deutschland zu spielen und würde niemals eine Einladung, glaube ich, ausschlagen. Wie war es denn mit dem neuen Trainer? Anders. ist sehr, sehr motiviert gewesen, hat Spaß gemacht, war aber auch sehr, sehr intensiv. Wir haben viel trainiert, viel, viel Video gemacht, viel, viel umgestellt. Neue Leute dabei gewesen, was nicht so gut geklappt hat zum Anfang, aber nichtsdestotrotz, das Wichtige überwiegt und es hat Spaß gemacht und das ist das Wichtigste. Bleibst du Nationalspieler, weißt du schon? Hoffe ich natürlich. Durfte jetzt ja zum ersten Mal die Mannschaft als Übergangskapitän für Uwe aufs Feld führen und hoffe, dass ich weiterhin Teil des Teams bin. So, kommen wir zum Spiel von heute. Ein paar Leute sind ein bisschen traurig rausgegangen, wieder andere haben gesagt, war ein krasses Handballspiel, klasse Handballspiel mit vielen Dingen dabei, ganz viel Emotionen, ging ständig hin und her, hochspannend, ein paar schöne Aktionen, ein paar totale Gurkenaktionen, wie siehst du es? Ja, also ich bin erstmal immer nicht zufrieden, wenn wir nicht gewinnen. Gewinnen ist immer das Wichtigste, nichtsdestotrotz hätten wir heute auch einen Punkt verlieren können, muss man auch ehrlich sein, zum Schluss haben die auch einen freien Wurf. Wir haben schon mal ein Spiel gewonnen, das so eng war gegen Kiel. Heute hat es nicht gereicht, aber wir haben einen Punkt mitgenommen. Ich glaube, damit können wir zufrieden sein und die Serie hält. Die Serie hält. Ja, 9 Spiele, zumindest in der Bundesliga und dann wettbewerbsübergreifend dürften es jetzt 13 sein, nicht verloren. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich weiß nur, dass wir zu Hause noch umgeschlagen sind. Das ist das Wichtigste. Ich habe gedacht, so als Spieler hat man zu Hause auch so eine, also bei mir wären die Kerben hier, bei dir sind die dann quasi hier, die man immer so macht. Wieder nicht verloren. Gibt es sowas? Machst du solche Aufzeichnungen von deinen Spielen oder so? Ich weiß ja, dass du dich sehr vorbereitest immer auf alles Mögliche. Nee, das mache ich nicht. Ich werde aber immer die Spiele danach noch aus. Und es sieht immer besser aus. Und ich hoffe, dass es heute in Nachbetrachtung auch nochmal ganz gut aussieht. So, dass wir gegen Kopenhagen schon mal eine Basis haben, um dann 2 wichtige Punkte im Euroleague mitzunehmen. Ist ganz wichtig, am Sonnabend. Also ich kann es Ihnen sagen, wenn ich es Ihnen sage, sind es 1,70 Meter geballte Handball-Inkompetenz vom
gefährliches Halbwissen-Stammtisch. Sie müssen hierher kommen zum Heimspiel am Sonnabend. Unbedingt. Denn dieses Spiel im EHF-Pokal, den manche Leute mit einer schrägen Zunge auch Holzpokal nennen, ist unfassbar wichtig, denn unsere Jungs wollen zum Final Four und deshalb müssen sie gegen die Dänen gewinnen. Und jetzt kommt die Version von dem, der von Handball fast versteht. Warum müssen die Leute in die Halle am Sonnabend? Ja, das sieht man ja heute wieder am allerbesten. Wenn ihr einfach so einen Druck erzeugt, das ist für die Gegner unfassbar ungewohnt und komisch dann zu spielen, wenn ihr klatscht für uns, wenn ihr die Gegner für die nicht klatscht und andere Geräusche macht, ist das einfach katastrophal. Und gerade für ausländische Mannschaften, die das überhaupt nicht kennen und noch nie hier in der Bundesliga irgendwie gespielt haben, für die ist es eine Katastrophe. Und daher brauchen wir euch. Kommt am Samstag. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Es geht ums Viertelfinale. Und von daher, kommt bitte. Unbedingt. Bitte, bitte. So, Finn, ist ja jetzt so langsam auch, hast du schon Wehmut irgendwie oder bist du so fokussiert auf alle Wettbewerbe, dass du noch gar nicht darüber nachdenkst, dass du ja dann am Ende der Saison müssen wir, ich habe total schon Angst, da unten zu stehen und dann, wenn du eine Krokodilsträne weinst und dann fällt die auf mich runter und die Höhe und die Gefährlichkeit und ich will einen Helm mit, wie ist es bei dir, solche Gedanken mache ich mir manchmal nachts, wache ich auf, scheiße, badet. Ich versuche das immer weit wegzuschieben. Wir haben halt jetzt wieder eine englische Woche, es sind so viele Aufgaben, wichtige Aufgaben und ja, trotzdem, so langsam kommt leider das Gefühl, dass es bald weggeht. Ja. Aber gehst du noch mal am Hassel vorbei, schön bei Curry und in irgendeiner Kneipe, um mal allen noch mal auf Wiedersehen zu sagen oder kommt sowas nicht? Eine Abschiedsrunde durch Magdeburg wirst du doch wohl drehen, oder? Ja, für die Leute, die ich kenne, auf jeden Fall. Ich habe hier viele, viele Leute kennengelernt. Ich hoffe, ich lerne auch noch Leute kennen in der Zeit. Alles so liebe Leute und die werde ich alle missen. Ja, wir dich auch. Tür ist immer offen bei uns. Ich weiß nicht, aber ist ja so ein Vertragszeugs. An dieser Stelle vielen Dank, Finn, auch wieder dieses schöne Interview mit dir hier. Alle, die jetzt hier noch zugucken, egal wen Sie kennen, sprechen Sie an. Am Sonnabend ist es ganz wichtig, dass die Halle hier voll wird. Jetzt haben Sie die letzte Chance. Auf jeden Fall auch nochmal. Ja, hat jemand verloren. Geh mal weg hier. Ist ein Mercedes, ich weiß. Aber das hier, Mike. Mike Wünsche. Mike Wünsche, also hier ist dieses Ding, Sie, also die Brieftasche. Gehen Sie, sagen Sie allen Leuten Bescheid, Sonnabend ist ganz wichtig, in die Halle zu kommen. Jetzt haben Sie letzte Chance, mit Finn Lemke so nah und auch so intensiv nochmal ein paar Fotos zu machen. Das macht unglaublich Spaß, sieht super aus, kann ich Ihnen sagen, aus Erfahrung. Und Autogramme zu sammeln. Und ansonsten vielen Dank für diese unglaubliche Stimmung auch heute wieder. MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir, ist stolz auf jeden von Ihnen. Und ich freue mich dann schon auf Sonnabend. Sportfrei! Alles gut. So, was machen wir jetzt mit Mike Wünsches Zeug hier? Das wollte ich mit Hauptfenster anhören. Ich hatte mal so was am Steffen, dass ich.